Hier präsentieren wir die 5 besten Ferngläser-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Eschenbach Optik Fernglas Arena D+10x50. Die Eschenbach Sektor D+10x50B Ferngläser sind Dachprisma-Ferngläser. Es ist ziemlich kompliziert zu machen, da der Verlust von Licht auf gespiegelten Oberflächen auf ein Minimum gehalten werden müssen. Die Vergrößerung und auch der unvoreingenommene Durchmesser umfasste 10x und 50 mm. Mit diesen Ferngläsern werden die Artikel 10-mal größer. Der Abgangsschüler betrifft 5 mm, die Lichtstärke bis 25 sowie den goldenen Aspekt bis 22,4. Diese Ferngläser sind stattdessen ungeeignet für die abendliche Überwachung. Nichtsdestotrotz leistet es eine ausgezeichnete Arbeit bei Sonnenuntergang. Es ist perfekt für Menschen, die auf Gläser setzen, es ist schwarz und kommt auch in einer vernünftigen Tragesituation. Nummer 4. Bresser Junior Kinderfernglas 6x21 für Kinder. Dies sind tragbare Ferngläser für Jugendliche. Es ist die ideale Größe für Kinderhände und es wurde für kleine Gesichter entwickelt. Die Vergrößerung und auch die unvoreingenommene Größe betrafen 6x und auch 21 mm. Die Dinge werden 6-mal so riesig gezeigt. Der Leaf-Pupille kommt auf 3,5 mm, die Lichtstärke auf 12,2 sowie die Lichtintensität auf 12,2. Diese Werte sind stattdessen für die Abendüberwachung ungeeignet. Diese Ferngläser sind zusätzlich für Personen geeignet, die eine Brille verwenden. Der Farbton ist kinderfreundlich grün-blau. Eine Tragetasche ist ebenfalls enthalten. Dank der Okularen für Brillentragen erhalten auch Brillenträger eine optimale Sicht. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Nikon Aculon A30 Fernglas. Dies sind Dachprisma-Ferngläser, zwischen Preisvielfalt gelegen. Bei Bedarf hat es ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Produkt verfügt auch über eine 10-Jahres-Garantie. Er bewertet rund 300 Gramm und eignet sich sowohl für längere Fahrten als auch für Fahrten, da es kein großes Problem ist. Der Zoom sowie die unvoreingenommene Größe sind 10x sowie 25 mm. Objekte werden 10-mal größer angezeigt. Der Abgangspupille beträgt 2,5 mm, die Lichtintensität 6,3 sowie den goldenen Aspekt 15,8. Es ist geeignet für Personen, die eine Brille tragen, es ist schwarz sowie enthält ein Schleppenfall. Nummer 2. Olympus 10x50 DPSI Fernglas. Zwei Prismensegmente werden in Porofeldgläsern verwendet. Sie stellen das Bild über vollständige Reflexion auf und lenken es um 180 pro Prismaabschnitt ab. Der Lichtstrahl wird gespiegelt, anstatt mit einem speziellen Vorkommenswinkel gebrochen zu werden. Dieses Design wiegt rund 900 Gramm. Da es weniger als 1 Kilogramm bewertet, ist es immer noch ideal für eine Reise. Das Fernglas liegt bequem in der Hand und verhindert so instabile Bilder. Zoom sowie unvoreingenommene Größe sind 10x sowie 5 mm. Dies weist darauf hin, dass Elemente 10-mal größer angezeigt werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bresser Fernglas Hunter 10x25 kompaktes Dachkant-Taschenfernglas. Die Bresser Sika 10x25 sind sparsame Dachdecker-Prisma-Ferngläser. Es bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und beinhaltet auch eine 5-jährige Garantie. Es ist ein Produkt in einer ziemlich erschwinglichen Preisklasse. Im Allgemeinen sind diese Feldbrillen ziemlich teuer. Der Bresser Sika 10x25 begeistert trotz des günstigen Preises mit seiner Top-Qualität. Der Abflugwert beträgt 2,5 mm, die Lichtintensität 6,2 und auch der Dämmerungsfaktor 15,8. Es ist ziemlich unangebracht für Nachtüberwachungen. Das Glas ist für Menschen geeignet, die Gläser verwenden, es ist schwarz und verfügt über eine schleppende Situation. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.